Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der FDP sieht vor, die Maghreb-Staaten, also Algerien, Tunesien, Marokko und Georgien, als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. In jedem dieser Länder gibt es derart gravierende Menschenrechtsverletzungen, dass diese Einstufung als sichere Herkunftsstaaten einfach nur ein einziger Hohn ist. Und das Vorhaben, und das richtete auch an die Regierungsfraktion, ist ein Angriff auf den humanitären Schutzgedanken des Asylrechts. Und den weisen wir ganz klar zurück. Das zeigt im Übrigen schon ein Blick in die Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Und da sind wir schon bei den Peinlichkeiten des FDP-Antrages. Sie haben zwar einen Änderungsantrag zu diesem eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, aber trotzdem zitieren Sie weiterhin aus den Lageberichten von 2016. Es ist Ihnen offensichtlich ganz egal, dass es längst Berichte gibt, und das haben wir eben hier ja auch von Kollegen Stefan Ruppert gehört. Es geht hier offensichtlich gar nicht mehr um das Schicksal der Flüchtlinge, sondern nur um ganz billige Profilierung. Und das hat leider der Kollege von der FDP eben hier vorgetragen. Und sowas kann man nur als schäbig beschreiben. Und zum Kollegen Seif. In der Tat steht in den aktuellen Lageberichten, zum Beispiel zu Marokko und Algerien, Zitat, homosexuelle Handlungen sind strafbar. Und ich muss schon sagen, ich finde es ein Zynismus, hier von den Menschen in diesen Ländern, von den homosexuellen Menschen zu verlangen, dass sie ihre Homosexualität verdeckt leben könnten. Was ist das nur für eine Einstellung zu Menschenrechten? Also da wird an mir fast schlecht. In Marokko geraten im Übrigen auch heterosexuelle Menschen schnell in den Fokus der Polizei. Zitat, jeder außereheliche Geschlechtsverkehr und auch Ehebruch sind strafbar. So viel zur Freiheit der Person. Journalisten landen im Knast, wenn sie gegen, Zitat, Fragen der öffentlichen Moral verstoßen. Oder wenn sie den König kritisieren oder die Besatzungspolitik in der Westsahara infrage stellen. So viel zur Pressefreiheit. Zu Algerien heißt es, Zitat, Missionierung sind verboten, die versuchte Konvertierung eines Muslims ist unter Strafe zu stellen. So viel zur Religionsfreiheit. In politisch relevanten Verfahren, Zitat, nimmt die Exekutive unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts. So viel zur Rechtsstaatlichkeit. Aus diesen Ländern berichten Menschenrechtsorganisationen regelmäßig, dass friedliche Demonstranten zusammengeknüppelt werden. Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und Journalisten, Homosexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten, Kritiker des Regimes, ganz zu schweigen im Übrigen auch von außerehelichen Liebespaaren, alle müssen mit Verfolgung rechnen, auch mit Folter. Und es gibt nicht die Spur von einem unabhängigen Gericht. Wenn Sie diese Länder als sicher einstufen, dann beschneiden Sie den Schutzanspruch von Menschen, die aus offensichtlich autoritären Staaten bzw. Diktaturen kommen. Und das ist meines Erachtens einfach nur widerwärtig. Denn, meine Damen und Herren, für den Schutzsuchenden hat die Einstufung aus einem sicheren Herkunftsland gravierende Folgen. Ihre Asylanträge gelten von Anfang an als unbegründet. Ihnen wird pauschal unterstellt, und auch das hat der Kollege Seif hier sehr deutlich gemacht, dass Sie das Asylrecht missbrauchen. Sie haben damit keine Chance mehr auf ein unvoreingenommenes Asylverfahren. Flüchtlinge aus diesen Ländern werden dauerhaft in speziellen, knastähnlichen Einrichtungen isoliert. Ich sage hier nur Ankerzentren. Dort unterliegen sie der Residenzpflicht,
Sie haben nur eingeschränkten Zugang zu Rechtsanwälten. Der Rechtsweg und Fristen werden verkürzt. Ihre Abschiebung ist trotz laufender Verwaltungsgerichtsverfahren möglich. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Ausbildung beginnen. Außerdem droht Ihnen eine Wiedereinreisesperre, selbst bei freiwilliger Ausreise. Was für eine Schikane, kann ich da nur sagen. Auf diese Weise werden Flüchtlinge nach Strich und Faden schikaniert. Und das nur, weil sie von ihrem grundgesetzlich verbrieften Recht Gebrauch machen, Schutz zu beantragen. Und das ist wirklich unverantwortlich. Noch unverantwortlicher ist das, was die AfD heute zur Abstimmung hier stellt, nämlich Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken. Wo immer noch täglich Bomben fallen und in den letzten Monaten erneut Hunderttausende vor türkischen Angriffen aus Afrin geflohen sind. Ich würde der AfD ja empfehlen, beziehungsweise würde vorschlagen, man sollte die gesamte AfD nach Syrien abschieben. Aber das kann man leider den Syrern nicht zumuten, solche Gräuel. Ein Argument noch, was hier auch schon gekommen ist, zu den Anerkennungsquoten, die angeblich so niedrig seien. Die Linke erkundigt sich regelmäßig danach. Und wir haben beispielsweise im ersten Quartal im Jahre 2018 alleine 10,2% anerkannte Flüchtlinge aus Marokko, auch wenn die Zahl sehr niedrig ist insgesamt. Zum Schluss möchte ich sagen, es darf nicht sein, dass auch nur ein einziger Verfolgter zurückgeschickt wird, weil ihm unsere Asylbürokratie von vornherein mit Misstrauen und Feindseligkeit begegnet. Deswegen sagt die Linke ganz klar, jeder einzelne Asylantrag muss unvoreingenommen und fair geprüft werden, ohne jegliche Einschränkung, ohne böswillige Unterstellung. Deswegen lehnen wir heute den FDP-Antrag ab und halten das auch nach wie vor für eine erneute Einschränkung des Asylrechts. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Luise Amts.